Na gut. Ruben. 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 Tja, wenn wir nur 8 Runden haben, dann will ich auch rennen. Ja, da müssen wir hin. Da könnten wir Sicht bekommen von irgendeinem anderen Dach. Da können wir das Ding einfach aus der Ferne hacken. Während wir gleichzeitig mit Milliarden von Monstern kämpfen. Wir rollen raus. Oh, zum Glück sind wir. Super unsichtbar. Suchen wir mal außen rumzurennen. Riskant. Wissen bis jenes. Alles lecker. Alles schmecker. Ich will hier niemanden entdecken. Sieben Runden noch. Wo sind die Gegner hin? Das Ding ist selbst schon eingebaut, ne? Das heißt, nur von hier bekommen wir Sicht. Wahrscheinlich können wir auch da nicht hochgucken. Shit, kein Gebäude daneben. Bien reçu. Aber immer noch nichts entdeckt, ja? Closing on target position now. Affirmativo. Das gefällt mir nicht hier. Na, ja, SW Mania gibt auch gefährlich. Von Zeitlimit zu Zeitlimit. Auf seinen legendären Run. Movement. Ja doch, er spielt auf legendär, ne? So, bekommen wir da irgendwie Sicht hin? Vielleicht. Über den Platz. Über den Platz. Ich hab Angst, dass ich was entdecke. Weil hier ist. Komm nicht gut weiter hier. Wenn hier jetzt hier eine Gruppe ist, dann heulig, ey. Wenn ich jetzt hier hingehe. Das ist wieder blöd. Von da. Aber ich glaube, da bei dir so eine Gruppe steht, glaube ich nicht, dass da was ist. Gehen wir mal hier hin. Noch 5 Runden. Ja, normalerweise würde ich hier hinrennen, aber es könnte sehr, sehr gefährlich sein. 5 Runden noch. Ah, die stehen wahrscheinlich mitten auf der Kiste. Die stehen mitten auf der Kiste. Da haben wir eine Gruppe kommen. Runden. Okay. Ein Schild auf dem Dach. Ah, 2 Gruppen gleich. Mann. Hab wieder Pech gehabt hier. Wer sieht diese Gruppe da hinten? Kann mich hier nicht bewegen. 1 und 2. Okay, wir decken auf jeden Fall 2 Gruppen auf, wenn er schießt. Aber wenn er cool bleibt, ist alles Roger hier. Würde ich sagen, hier ist Fallout da. Wie sind seine Chancen, die da wegzuhitten? Ziemlich gut. 50% auf Crit. 6 bis 8. Oder 75. Sagen wir dann 100% und hoffen, dass wir wegziehen. Go, go, Power Rangers. Und ab geht's. Headshot. Sehr gut. Oh, die dürften uns nicht sehen. Die dürfen uns nicht sehen. Wieso? Den einzigen, den die sehen können, ist der verborgen. Ah, nee. Es ist ein anderer Ranger.
Oh, so, wir haben einen Krüppelranger hier. Ganz vergessen, einen Krüppelranger. Wir haben einen Krüppelranger. Ich hab's ganz vergessen, dass der krüppelig ist. Der wird auch aufgedeckt. Ein Krüppelranger. Das war nur eine Gruppe? Das kann ich gar nicht glauben. Also dass die Vibe alleine war. Okay, jetzt können wir ja eh reinrennen. Immer halbe Deckung, ja, ehrlich? Wirklich? Halbe Deckung? Weil da müssen die sich bewegen. Die werden gezwungen, sich zu bewegen, wenn ich hierhin renne. Das ist eine Flanke für sie. Moving out. Nee, es war mein Fehler. Ich habe einen Krüppelranger. Krüppelranger. Ja, der Sniper ist egal. Der Sniper hat Truppsicht. Ja, der Sniper hat Truppsicht. Ist egal. Hätte der Ranger hier den vernünftigen Skill gehabt, hätten wir die da nicht aufgedeckt. Der war der Einzige, der Sicht hatte auf die Gruppe. Der Sniper natürlich auch, aber der hat Truppsicht. Ohne Brandgranate. Wollte ich nicht mal testen? Burn, Baby. Alter, die haben ganz schön viel Leben, die Kollegen. Ich weiß nicht, ob die Brandgranate toll ist, aber ich will es unbedingt mal sehen. Wo steht er denn gerade? Na, fetten Cover. Burn. Burn, Baby. Will ich jetzt sehen. Vier Schaden. Und es brennt. Ja, wunderschön. Haben die Wasser in der Nähe? Gott sei Dank nicht. So, wir haben jetzt niemand in halber Deckung. Ich brauche unbedingt auch einen Feldposten. Die müssen sich jetzt eh bewegen. Die kotzen nämlich jetzt gerade. Doch, wir haben eh eine halber Deckung. Mist. Haben wir noch einen Feldposten? Wir könnten hier einen hinstellen. Wo steht denn der Kollege? Wenn er jetzt hier hinrennt, das wäre ziemlich dumm von ihm, oder? Wenn er hier hinrennt. Das wäre dumm von ihm. Ich habe Angst halt, dass der flankieren kommt, wenn ich hier hingehe. Ich könnte auch hier hingehen. Aber ich glaube, das ist relativ safe hier. Außerdem, Ruben muss was tun für sein Geld. Der Krüppelranger will ja ausgebildet werden. Also muss er auch ein paar Sachen riskieren. So. Komm. Klick, klick. Enemy destroyed. So. Zur Not. Zur absoluten Obernot. Move into designated coordinates. Könnte ich noch ihn schützen lassen. Oder ich könnte einen Feldposten aufstellen. Oder schießen. 57. Ja. Hacken. Was bringt denn Hacken? Gucken wir uns doch mal an, was wir da kriegen. Was gibt's denn hier? Hacken wir noch 5 Gruppen auf. Gucken wir mal. Der Soldat erhält sofortige Verborgenheit. Der Trupp erhält sofortige Verborgenheit. Aber mit einer 26%igen Chance glaube ich nicht, dass wir es hinkriegen. Aber 62%? Aber bringt mir das was? Denn ich will ja jemanden schützen gehen. Andersrum, ich würde ganz mal wissen, ob ich das aus der Tarnung holt. Ja, machen wir. Wow, hätte auch das zweite nehmen können. Das hätte geklappt. Das zweite hätte auch geklappt. Sehe ich nur wissen, holen wir uns aus der Tarnung. Wenn ich jemanden... Ah, es beendet die Runde. Ja, was macht er? Rennt zur Flanke, wie wir dachten. Da schießt sogar auf ihn. RIP, Triple Ranger. RIP! Volle Deckung, er dann trifft. Volle Deckung! Volle Deckung erwischt worden. Minus 1,5, die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Alter, gibt's doch wohl nicht. Der voller Deckung erwischt worden. Ja, er ist verborgen. Ja, und ich habe ja gesagt gehabt, das ist idiotisch, wenn der das macht. Ich kann den doch so wegziehen. Warum macht er das? Ich verstehe diesen Commander nicht, ja? Der hat sich jetzt hier voll in die Flanke laufen lassen. Ne?
blödes Schachspiel. Der Krüppelranger. Wir werden ihn vermissen. Aber ich bin ja von dem Zug ausgegangen, von daher. Das war jetzt auch keine Überraschung für mich. Ja, der hat so eine Chance genommen. Aber der war nicht so gut, die Chance. Er sieht nichts. Eigentlich kann er da bleiben. Schnuppi, du bist verborgen. Aber ich will irgendwie das Ding da sehen, langsam. Das da. Muss ich weit rennen. Der Nachtfalke. Er wurde hart getroffen. Er brennt aber nicht mehr, oder? Brennt er noch? Ich glaube, er brennt noch. Macht auf Legende zumindest 2 Schaden pro Runde. Ma certo. Keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr für den Mist hier. Ich krieg wahrscheinlich nächste Gruppe auf. Aber noch ist sie verborgen. Okay, eine Gruppe haben wir hinter uns gelassen. Hier ist ein Zivilist. Ja, zur Not könnte ich eine Granate hinschießen, ja. Das wäre jetzt die eine Lösung. Der Pistole. 45%. Nehmen wir erstmal die Chance. Ansonsten müssen wir die Granate nehmen. Oh. Vorlauter, ja, der wird sauer. Er halt uns hier nicht auf, sagt er nur. So ein Nachtfalke. Ja, hart erwischt worden. Wir haben hier gecheckt, es kennt den Raum hier. Geh mal hier hin. Schnubi. Schnubi. Ja, der kommt hier nicht lang, ohne entdeckt zu werden. Hier aus kriegen wir vielleicht Sicht drauf. Roger that. We've got eyes on the objective. Menes 154 Avenger, das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Ja. Meist werden immer Verstärkung gerufen, sobald man das scheiß Zielpaket entdeckt. Vermutlich, das würde hier auch der Fall sein. On it. Automatiklader, sehr gut. Für unseren Sniper. Meist kommt Verstärkung, sobald man die Kiste entdeckt hat. Menes 1-5, Sie haben keine Zeit mehr. Der Sprengsatz geht gleich hoch. Hier gibt es kein Zeichen. Vermute mal, dass es reicht. Wenn ich es auch vermeiden kann, ihn zu nutzen, würde ich ganz gerne mit ihm nutzen. Weil dann, ich weiß nicht, ob sie ihn aus der Verborgenheit holt, ja. Sehr schön. Dann kacken wir mal das Ding. Große Alien-Legierungsvorrat, den hätte ich gerne. Na gut, aber ich glaube, wir müssen uns mit dem Kleinen zufrieden geben. Wow! Sehr gut. Vielleicht reicht das sogar für unsere Plattenrüstung jetzt. Dampf mal wieder ab hier. Ja. Menes 1-5, Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Na, die waren ja hier. Haben wir ja gesehen gehabt.
Wir müssen erstmal Richtung ein bisschen hinarbeiten. Wo gehen wir zuerst hin? Erstmal Position mal auf. Confirmata. Overwatch. Wir können unsere Leute heilen. Ja, also unser Gunner hat ja auch wieder abgekriegt, dick durch die Deckung bekommen. Hier, heil ihn mal. 5 Schaden durch volle Deckung. Schafft er nicht mehr, hab den Hacker vergessen. Ja, deswegen habe ich 2 mit. Wir haben noch einen, der ist nicht aufgedeckt, das ist sehr gut. Können wir mal gucken, ob wir noch was, sehen. Komm zurück, Frau Lotta. Ah, da sind sie. Na gut. Wieder sieht uns. Willst du mich verarschen? Ich bin im Stealth. Ich bin im Stealth. Wenn der jetzt angegriffen wird, lade ich neu, Leute. Wenn der angegriffen wird, der ist im Stealth, lade ich neu. Das ist ja jetzt merkwürdig. Bon, si c'est comme ça. Mais moi. Vigilance. Die bewegen sich ja merkwürdig, oder? Marco, der Chat, wo konnte man nochmal Kampfgewehr doppelt? Ja, genau. Volt 81. Volt 81. Aber es war, ja, das Kampfgewehr ist richtig. Das war gerade merkwürdig, ja. Haben wir uns gesehen und wieder abgedampft. Ça devrait pouvoir se faire. Die Züge fahren rund um die Uhr, aber man sieht nie, wie Fracht auf- oder abgeladen wird. Vielleicht geschieht es im Verborgenen. Hm. Kommen wir hier irgendwie auf eine erhöhte Position? Anscheinend nicht. Nur hier oben drauf. Hilft hier aber jetzt hier nicht weiter. Wir könnten darauf gehen, aber Angst, dass hier noch eine Gruppe ist. Hier hat man die Viper getötet. Na gut, bereiten wir uns vor. Auf dem Hinterhalt hier. Wenn ich die werfe, ich weiß nicht, ob ich das aus dem Stealth holt. Wenn ich jetzt den Gefechtsscanner mal hier hinten hinwerfe. Aber wir haben ja zumindest einen. Ansonsten kann ich auch erstmal weggehen. Genau, wir gehen weg. Und dann werfe ich ihn. Dann sehen wir das ja. Wir wissen, ob hier irgendwas ist. Ah, den haben wir gesehen gehabt. Und? Sind wir enttarnt? Ah, es nimmt nicht die Tarnung weg, ein Gefechtsscanner. Das ist gut zu wissen. Ja, der Noob Brainer ist RIP, richtig. So ein Idiot. Hat sie einmal wegziehen lassen. Okay, dann können wir hier oben hochgehen. Und hoffen, dass das nicht im Weg ist. Vado. So. Verborgen ist er noch. Okay, jetzt sehen wir sie. Sieht aber auch der Sniper sie, ist die Frage. Sehen wir es nächste Runde. Ihr könnt ja schon mal alle auf Posi gehen hier. Dass sie in der nächsten Runde dann komplett überraschen können. Will nicht kuscheln. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Gucken wir mal jetzt gleich. Overwatch. So. So. Hab ich hier. Ah, warte mal ganz kurz. Ich will ein bisschen hüpfen hier. Aber ich will auch hüpfen. Kann ich. Arschlöcher. So, jetzt aber, komm. Wir erschrecken die mit einem schönen Schuss.
81%. Betäubungslanzenträger oder der Mutant, 69. Jetzt sagen wir, nehmen die 81. Der fortschrittliche Soldat. Bam. Ach, Schaden, den hat's gekriegt. Ja, das hätte ich auch gesagt jetzt. Boah, tot von oben. Ich könnte nochmal schießen. Oder hab eine extra Aktion. Ich könnte nachladen. Wenn ich richtig Langeweile habe, könnte ich auch den Beacon werfen. Aber ich will die nicht hier haben. Nicht vor dem Dings. Also bleiben wir einfach mal hier. Ich kann sogar aus dem Sichtfeld rennen. Aber nee, ich will ja nicht so ohne zielen können, ne? Also gehen wir mal in Full Cover. So, hier mal halbe Deckung. Aber sagen wir mal, ich will ja noch... Ah, die haben sich auch nicht bewegt, das ist richtig gut. Ich würde sagen, wir gehen hier nach oben. Und halten den Muton hin. Was hält er von der Idee? Den Muton hinhalten. Eine Granate von da aus glaube ich nicht. Und wir packen noch zwei Feldposten hin. So. Crash Chris. Hier sehen die Chancen aus. Feldposten. Ja, da kann ich mich nicht mehr aufdecken. Ich müsste also schießen. Hier sind die Chancen für den Schuss. Wenn ich Feldposten nehme, bleibe ich ja verborgen. Ja, was ich mir gerade im Sinn gekommen ist, Hilfsposten auf sie und ebenfalls Feuerunterstützung. Aber das können wir auch hier machen. Aber ich habe keine Feuer mehr. Ich habe kein Feuer mehr. Oh. Ich wollte gar nicht einen Feldposten stellen. Immerhin mal getroffen. Sauber. Mutant tot. Aber jetzt haben wir natürlich keinen Feldposten mehr für ihn. X. Manners 1-5, wir haben die Kontrolle über das Paket verloren. Holen Sie es um jeden Preis zurück. Wir dürfen das Material nicht an die Aliens verlieren. Manners 1-5, wir haben die Kontrolle über das Paket verloren. Holen Sie es um jeden Preis zurück. Wir dürfen das Material nicht an die Aliens verlieren. Ja. Der ist nur bewusstlos. Er ist nur bewusstlos, alles cool. Waren das jetzt alle oder nicht? Anscheinend nicht. Waren noch nicht alle. Frage ist, wo sind die anderen? Irgendwo haben wir eine Gruppe übersehen. Indo pronto. Hier, hebt ihr mal hoch. Haben wir nix? Ja. Hat ihr den Heiler erwischt, ja? Flash Chris! Echt jetzt? Seid ihr da wach? Hallo? Wach werden. Hauptsache, wird wieder wach. Ich vermute mal, dass die Gruppe hier ist. Haben wir noch einen Gefechtsscanner, den wir werfen können? Leider nicht. Nein, den Sniper hätte ich ganz gerne hier, weiterhin hier. Aber wenn die Gruppe dahinter ist, bringt mir der Sniper hier auf der Position gar nichts. Ich lege also ihn umzusetzen. Ja.
bisschen blöd, dass Snoopy jetzt bewusstlos ist. Und er ist auch der Einzige, der das Medikit hat und auch die Heilung hat. Das nachladen sollen. So, holen wir hier. Tja, nicht schön. Bewusstlos. Ja, einmal chillen wir hier noch. Affirmativo. Das ist doch jetzt blöd. Irgendwo ist ja noch eine Gruppe und ich habe nur einen Soldaten jetzt vorne. Hieronymus, ich grüße dich. Ne, sie ist nicht wach. Kannst du mal gleich mal ablegen. Na, Crash Chris? Sieht's aus. Kannst du wieder bewegen? Na gut, ich würde sagen, wir chillen, bis sie wieder aufwacht. Ich weiß nicht, ob sie wieder aufwacht. Vermute mal ja. Angst, dass wir so ein Deck, ey. Mal hier. Das bedeutet momentan, dass wir düstere Ereignisse aktiv haben, wie zum Beispiel die Wachsamkeit der Gegner ist deutlich erhöht. Wir chillen, bis sie aufwacht. Brauchen ein paar Soldaten. Unser Gümmel-Ranger ist ja gestorben. Ja, wacht sie noch wieder auf oder nicht? Okay, sieht nicht danach aus. Gut, dann gehen wir jetzt auf Alien-Jagd. Ohne Crash Chris. Ist natürlich blöd, wenn es den einzigen Heiler erwischt. Okay, so, haben wir eine bessere Position für unseren Sniper hier. Also wenn die hier an diesem Gebäude sind, nicht. Gehen wir hier am besten hier hoch. Bleiben da. Laden nach. Wenn es kein Sprinten war. Warten. So, jetzt gucken wir weiter vor. Da ist keiner mehr im Stealth. Aber hier noch ein Gefechtsscanner. Lass doch mal checken hier. Wie weit ist es? Wie weit, glaube ich, ist das Gelände noch? Nicht mehr weit. Dann würde ich sagen, werfen wir hier mal einen Gefechtsscanner hin. Hier irgendwo sind noch Gegner. Wo sind die hin? Die scheinen im Kreis zu gehen mit denen. Hier ist unser Krüppel-Ranger gestorben. Der nicht weiß, wie man sich tarnt. Ja, wir haben einen Bewusstlosen. Wo sind die Gegner hin? Ich habe keine Ahnung. Also wir hatten hier eine Viper getötet. Ich hatte mich schon gewundert, warum die alleine war. Ich vermute mal, dass es hier noch ein Gegner ist. In dem Haus hier. Merkwürdig, ja? Wir rücken erstmal heute dahin. Warten wir, wir chillen. Hier, geh mal gucken hier. Genau, wo einer rumspielt. Okay, ich vous fais confiance. Hier ist keiner. Komm mal mit. Stepping off. In Alerta. Ich habe echt keine Ahnung, wo die sind. Confirmed. Wir waren jetzt hier auf der gesamten Karte. Bon, si c'est comme ça,
I'm on it. Ricardo. Ich hab keine Ahnung. Heading out. Also, wir haben hier alles gecheckt. Das heißt, hier kann niemand sein. Meint ihr, die sind hier hinten? Kann sein. Die einzige Möglichkeit für mich. Hier ist keiner. Hier ist nirgendwo jemand. Also die einzige Chance, die ich jetzt glaube, ist einfach nur in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Zum ersten Mal suche ich Gegner hier. Tengo pronto. Zum ersten Mal überhaupt suche ich Gegner. Ich finde keine mehr. In der Kneipe, ja genau. Zischen sich gerade ein. Find's aber auch süß, wie der Gremlin da wartet. Ja, hier, der Gremlin wartet hier noch. Position confirmed. Overwatch. Monto la guardia. Je passe en vigilance. Ja, es müssen ja doch vorsichtig sein, die haben nur drei Soldaten. Okay, je vous fais confiance. Vigilance. Affirmative. Covering now. Schon in Alerta. Keine Ahnung. Also jetzt, hier ist für mich die einzige Chance, wo die noch sein könnten. Heading there now. Nichts. Nichts. Bei dem sieht nichts. Ein Elon, ich grüße dich. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Nichts. Ich habe noch niemals so Gegner gesucht wie hier. Das kann doch gar nicht wahr sein. Hallo. Was zumindest wissen wir schon mal, dass sie nie, nicht aus eigener Kraft wieder aus der Bewusstlosigkeit rauskommt. Tja, jetzt langsam müsste ich mich umpositionieren mit dem Sniper. Es wird zu weit weg. Das wird zu weit weg. So, so, so. Hallo? Nix. Allez, allez, allez! Nessun problema! D'accordo! Scanning! Ich hab noch niemals so sehr nach Aliens gesucht wie hier. Nichts. Okay, j'y vais. Ich kann niemanden wiederbeleben. Der einzige Heiler, den er zerwischt, der hatte den Gremlin und das Medipack. Macht's aber spannend hier, ja? In movimento. En vigilance. Move into designated coordinates. Hau rein, Wagner. Bon, si c'est comme ça. Tout de suite. Ist doch wohl nicht. Ma certo. Eseguo. Ein Spielfehler oder so, ne? Er ist nicht tot, Big Brother. Er ist nicht tot. Er ist bewusstlos. Er wacht nur nicht auf. Ja, qua parla. Er wurde
Du piekst mit einer Lanze. Er ist nicht tot. Ich denke, dass es ein Fehler ist, Leute, hier. Ich glaube, das ist ein Fehler. Weil er ausredet, sie hat auch das Paket gehabt. Es muss ein Fehler sein im Spiel. Ich muss alle getötet haben. Ich glaube, da wo die Viper war. Ich finde auch merkwürdig, dass hier nur ein Gegner war. Also, ich habe die Viper one-hitted. Das war's. Kein Gegner kam weiter. Wir können gerne mal. Ich muss bei meinen Soldaten bleiben. Ich meine, die Daten haben wir ja hier. Die hat sie ja. Confirmed. Okay, j'y vais. Affirmativ, je couvre la zone. Das Paket haben wir ja. Aber ich kann ja gerne versuchen, nochmal zum Paket zu latschen, wenn das so da ist. Hier war das Paket. Gut, wir rennen das mit unseren Leuten wieder zurück. Ja. Also langsam habe ich hier gar keine Angst mehr. Ich weiß, wo der letzte ist. Versuchen wir das jetzt nochmal zu nehmen. Obwohl ja die Zeit abgelaufen sein müsste. Ich glaube, es ist gerade ein Fehler im Spiel. Ja. Guck, was passiert. Ja, nichts zur Auswahl. Ja, Alice würde ich jetzt mal speichern, damit es nicht zu langweilig wird. Einmal speichern, gucken, wo der ist. Und dann in die Richtung ran. Ansonsten bewegen wir uns hier ganz, ganz langsam vorwärts. Ja, das waren Zivilisten. Oh. In einem Waggon. Okay. Sind wieder vorsichtig? Nessun problema. Bon, si c'est comme ça. Je passe en vigilance. Moving. Piano ora. Ma certo! Vigilance! Guck mal in die Waggons okay. Rein. Sieht, als würde ich die ganze Zeit da chillen. Wir warten noch mal eine Runde, dann gehen wir rein. Es ist doof, wenn man nur drei Soldaten hat und eine Bewusstlose. Kann er so sehen, ob hier was drin ist. Hier ist nichts drin. Okay, haben wir noch mehr Container hier. Okay, gehen wir wieder in die Richtung. Alter, Leute. Good to go. Ja, das Ding ist, es waren Zivilisten. Ich hatte hier gescannt und die Zivilisten wurden aufgedeckt. Also ich hatte das als Feinde gehalten. Es waren aber keine Feinde, es waren Zivilisten. Die dort angezeigt okay, wurden. Es waren Zivilisten. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich nochmal gescannt hatte dort. Ne, die verstecken sich irgendwo. Die haben ja irgendwo eine Alien-Bande, die versteckt sich ziemlich hart. Bewegt sich auch nicht.
Ich habe halt nur Angst, dass ich jetzt die Mission scheitere, einfach nur weil ich zu offen rumlaufe. Wie ich, so würde ich normalerweise nicht rumlaufen mit meinen Soldaten. Aber ich glaube hier, Teufeline, dass sie auch das Problem hatte und dass wahrscheinlich die in irgendeinem Waggon waren. Position confirmed. Speichern und in drei Richtungen laufen. Nessun problema. Ja, die Wappe glaube ich auch nicht, dass sie alleine rumläuft. Bien reçu, je bouge. Wir können ja hier oben mal gucken. Hier oben war ja die Wappe. Aber andersrum, ich war auch mit dem Sniper da oben. Ricevuto. Ja, gucken, wir haben hier einen Waggon. Der ist ziemlich, hat einen kleinen Eingang. Vielleicht sind die da drin. Understood. Moving out. Okay, je vous fais confiance. Ma certo. Monto la guardia. Genau, die spielen gerade Uno oder Gwent spielen die gerade. Got it covered. Je reste en observation. Wir haben noch keine Geräusche. Ja, normalerweise kommen, wenn man lange keine Gegner mehr hatte, Geräusche oder so. Rolling. Y'a quoi par là? Okay, in der nächsten Runde wissen wir mehr. Nimm den Murph und gut. Doppik, ich grüße dich. So, gucken wir, ob sie hier drin sind. Das kann ich jetzt sehen. Ich würde sagen, er ist hier. Okay, j'y vais. Affirmativo. Tout de suite. Il y a quelque chose là-bas. Ich hab ihn schon gesehen. So, Gekke-Schoß. Hier, komm mal her. Hol mal den kleinen Schisser da raus. Unglaublich, der Mann. Attrape. Gibt's doch wohl nicht. Da chillt er rum die ganze Zeit. Ja. Der hat sich bestimmt erschrocken. Der hat sich bestimmt erschrocken. Ja. Deinen Kollegen aber schon getötet. Die Viper. Fünf Lebenspunkte. Mado. Unglaublich, der Mann. Ja, ja. Also der Sektoid, der war geil. Wie jetzt? Er sieht ihn nicht. Unglaublich, er sieht ihn nicht. Die Flanke kriege ich auch nicht hin. So sieht ihn denn nicht, Kollege? Naja, zur Not kann er noch Mimik werfen, aber das ist echt assi. Warum sehe ich den nicht? I'm on the move. Taken care of. Und er so, scheiße, ich bin nackt. Ja, sehr gut. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Boom. Männer 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Hat da gerade eine Wurst gelegt, ja. Ich komme ja gleich, wartet mal. Viper geht schon mal los, aufs Dach. Drückt ordentlich einen ab. Scheiße, ich bin nackt. Das ist gut. Alter Schwede, ja. Was ein Typ, ey, was ein Typ. Ja, wir haben einen Gümmel-Ranger verloren. Der hat sich flankieren lassen, der olle Noob. Ah. Naja. Hätte er die Stealth-Fähigkeit gehabt, dann wäre das alles nicht passiert. Weil ich war davon von Anfang an ausgegangen, dass er nicht aufgedeckt wird. Und 50 Runden, ja. 50 Runden. Nur auf der Suche nach einem Sektoid, der irgendwo in der Ecke eines Waggons hinscheißt. Ja, es war keine schöne Mission. So, Gefahren einschätzen. Was ist das denn?
Hilfsprotokoll gewährt einem Ziel jetzt einen Deckungsfeuerschutzschuss. Aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um einen erhöht. Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden, nicht nur bei Bewegungen. Ich nutze sehr oft das Hilfsprotokoll und meist nur auf Leute, die bereits schon im Feldposten sind. Ja, also nehmen wir Deckungsfeuer. Ja, Fallen. Annele. Kann man eigentlich gefangene Soldaten wiederbekommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, den anderer, ich habe noch niemals meine Soldaten gefangen lassen. Also ich weiß ja da nicht, wie es geht. Hallo. Zweimal Automatiklader. Wir haben Alien-Legierung bekommen. Da. Hier können wir jetzt die Plattenrüstung bauen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Oh, 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 Predator-Rüstung, wunderbar. Predator. Predator-Rüstung. Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Langsam geht das hier bergauf. Ich blende mich gleich wieder ein. Muss kurz nackig tanzen. So. Das haben wir schon mal. Dann haben wir auch gleich die Plasmagranate hergestellt. Gut. Mal kurz überlegen hier. Wie viele Knete haben wir noch? 111. Haben wir jetzt einen Captain? Wenn ja, kriegen wir Truppgröße hin. Ich mache langsam aber sicher Fortschritte, um unsere Ausrüstung mit der Alien-Technologie des Schiffs zu verbinden. Die meisten Trainingssysteme bestehen jetzt aus einer Kombination aus unserer und ihrer Technologie. Jetzt ich haben wir 6 Leute. Das Beste beider Welten benutzen können, um etwas 6 ganz Neues zu schaffen. Leute, das ist gut. Womit die Aliens nicht rechnen. So, wie lange seid ihr denn alle verwundet? Zeig mal. Fünf, acht, zehn. Das ist lange, lange hin, ja? Ich habe jetzt 6 Leute, die ich mitnehmen kann. Das sind sogar genau die hier. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, ich bekomme keine schwere Mission in den nächsten Tagen. Aber ich glaube, ich könnte auch mal neue Leute rekrutieren. Aber ich glaube, das ist aktiv gerade, dass das Rekrutieren von Soldaten aktuell viel, viel teurer ist. Oh ja, 50 Vorräte. Müssen wir erstmal drauf verzichten, würde ich sagen. Und gucken, dass keiner mehr stirbt. Ach ja. Okay, einmal speichern. Eins muss man den neuen Rekruten lassen, was ihnen an Erfahrung fehlt. Okay. Alien-Legierungen. Ja, jetzt wo ich es nicht mehr brauche, aber trotzdem immer die. Avenger berechnet neuen Kurs. So, insgesamt fehlt uns eigentlich alles, ja. Wir brauchen Info, wir brauchen Funkrelais, wir brauchen eigentlich brauchen wir alles. Aber Vorratslieferung 12 Tage, haben wir noch Zeit hier mit dem Funkrelais. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Das ist ja nicht schlecht. Wir haben jetzt nämlich einen freien Ingenieur. Diesen neuen Ingenieur kann ihr helfen bei dem Mist. Gibt ja auch wieder Zeugs. So. Wenige Informationen. So. Jetzt haben wir 2 freie Kontakte. Aber zu wenig Infos. Mistake? Nein, du wurdest noch nicht benannt, Mistake. Strategische Ressource gefunden. Okay, 21 Legierungen. Bauen wir die Funkrelais noch auf. Auf Sektor 5, Indien.
Willkommen im Kampf. Ad Victoria. So, 27. Das läuft jetzt schon mal. Den haben wir bereits, oder was? Sieht so aus. Hier läuft. Ja, Kontakte erstellen. 35 Kontakte, Informationen, ein bisschen wenig. Das Einzige, was wir machen können, ist erstmal Infos sammeln am HQ. Oder bestellen Kontakt. Ne, Kontakt geht ja noch nicht. Wie teuer ist es eigentlich jetzt geworden? Wie teuer? 40 Info, das geht eigentlich, ja? 40 Info geht. Sollte mal demnächst hinbekommen. Auf Ostasien. Und wir sammeln Informationen. Ein Beutezug. Überfalle den Weihnachtstruppentransporter. Den Coca-Cola-Laster. Dann überfallen wir den. Jetzt haben wir 6 Leute dabei. Oh, die sehen schon viel besser aus. Die Kollegen. Da chillen sie ja. So, wie viele Privates haben wir hier dabei? Corporal Henderson. 2 Sniper, 1 Gunner. 2 Spezies. Oh, Spezies sind wieder ready. Was ist mit unserem Ranger los? Ist er noch im Krankenhaus? Guck mal, jetzt können sie auch alle mehr tragen, ja? Haben wir noch ein separates Medikit mit. Hoffentlich kriegen wir bald mal neue Sachen. Du bist nutzlos. Brauchen wir nicht. Mein Ranger. Ah, Pigor, noch einen Tag. Noch einen Tag. Wir haben nur Scharfschützen zur Auswahl. Na gut, die brauchen dich doch. Brauchen dich doch. So. Hier auch noch mal eine Granate. Medipacks für alle. Ja, kein Geld dafür. Kein Geld für Medipacks für alle. So, das heißt 3 Noobs. 3 Noobs und 3 Gute. Alright. Hier haben wir nichts mehr, ne? Ja. Zwei Gunner. Das kann nur gut gehen. Teameinsatz. Ja, wir hätten doch die Autolader, ne? Wir hätten noch die Autolader. Auch der Kuschelbär hat dran gedacht. Die Autolader haben wir noch. Skyway zurück! Kommando zurück! Da sind sie wieder. Lass sie mal wieder antreten. Einsteigen, losfliegen und wieder zurückkehren. Wir haben noch die Autolader. So. Autolader. Oh yeah. Autolader. Hier, du auch. Corporal Henderson. Wird Auto geladen. Die Magazinerweiterung kriegt unser Gunner. Da. Ja, fürs Niederhalten von Gegnern 2 Schuss benötigt. Kann der meine Nachricht nicht lesen? Was ist kaputt mit meinem Chat? Kann der? Mal ganz kurz.
20:09 hat der Cinet Deluxe auch geschrieben. Habe ich übersehen, tut mir leid. Und ihr habt recht, den sollte man noch kennzeichnen. Aber er ist das Private, deswegen. Nee, die Hautfarbe muss nicht blau. Los, komm, Blue Man Group. Traumteam. Ja, da können wir eh nichts geben. Hab nur noch Granaten. Naja, 6 Soldaten sind besser als 4 oder 5. Ja, Chewie. Chewie, wir hatten legendär Honest Man. Die Wirtschaft. In Position für den Einsatz. Die Wirtschaft hat uns eingeholt. Unsere Leute hatten nicht die richtige Waffen und nicht die nötige Rüstung, um zu bestehen. Also haben wir auf Commander neu gestartet. Das ist unsere Chance, die Technologie an Bord zu bergen. Wir rechnen trotzdem mit schwerem Widerstand. Schalten Sie alle Feindkontakte aus und sichern Sie das Gebiet. Was ist mit der Farbe bei dem Wummen? Ja, die können wir überlegen, ob die alles schwarz machen oder so. Der Advent-Truppentransporter ist in der Nähe. Angreifen und alle Feinde neutralisieren. So. Also hier mit dem Friedhof. Wir haben hier eine Erhöhung und hier geht die Straße wahrscheinlich lang. Würde ich sagen, gehen wir auch da lang. Hier. Und weiter. Na gut. Einmal speichern und los geht's.